Moin Moin! Heute kriegt Piccolo auf die Fresse! Richtig auf den Sack! Kamehameha! Ja, wir spielen Kakarott! Und es gibt aufs Maul! Zack, 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 zack! Abwehr! Nimm das! Das zeige ich dir. Oh. Da muss man ausweichen. Das ist auch geschwächt, jetzt gibt's auf die Fresse. Abwehr, Abwehr! Give me all you got. Der hat dich mit dem Schrei weggeballert! Also, der ist nicht locker! Das ist mir hier im Dauerfeuer gefangen! Das geschwächt. Ja, halte R gedrückt, um den Wertboost zu aktivieren. Aha. Oh, oh. Jetzt kann ich nicht blocken. Abwehr. Lass mich gefälligst aufladen. Ich bin hier in die Defensive gezogen. Ah, durchbrochen. Ausgelöscht. Der erste Sieg. Jawohl, Level 2. Ja, ich bin ein bisschen Kakarott. Kamehameha. Zack. Die Szene überspringe ich aber. Die Geschichte sollte jeder von euch kennen. Mich interessieren nur die Kämpfe. So, jetzt sollen wir Fische holen. Ja, das habe ich schon gesehen. Jetzt können wir noch so ein bisschen was einsammeln für den Anfang. Da ist er. Kraut eingesammelt. Bambusbrocher. Ich bin da. Herr mit dem Apfel. Ja, die Geschichte und diese Videoszenen überspringe ich größtenteils. Hier geht es nur um das Gameplay. Die ganzen Fights. Die sind wichtig. Jetzt wird uns erstmal gezeigt, wie wir angeln. Mit Son Gokus Schwanzprothese. Köder benutzen. Ich habe keinen Köder. Hauptsache, der schraubt sich so einen Schwanz einfach an. Hm. Jetzt ein bisschen wackeln. Und zack. Den hab ich ausgelöscht. Wir nehmen den Riesenfisch. Hier Abwehr um 1% gesteigert. In dem Game ist Essen unglaublich wichtig, weil das ist eine dauerhafte Verbesserung. Das heißt, umso mehr man frisst, desto stärker wird man tatsächlich. Deswegen müssen wir jetzt ganz viele Sachen zum Essen immer sammeln. Das sind unsere Community-Karten. Oder Abzeichen. Die können wir auf dem Community Board können wir die platzieren
Und dann werden die Einheiten nochmal verbessert, also je nachdem, Krillin, Son Goku, Piccolo. Kurz erklärt. Und dann haben die auch verschiedene Bonus, wie man hier sieht. So, jetzt machen wir so Gohan rein. Zack. Sind die verbunden und deren Werte sind verbessert. Und jetzt haben die sogar nochmal extra Bonus, weil die zusammengehören. Das gleiche kann man machen mit Son Goku und Krillin und so weiter. Das heißt, je nachdem, wie man die platziert, kann man das Optimum rausholen und. Was hast du gefunden? Heiliger Text der Kampfkunst. Verschenke den Gegenstand, den Son Goku gefunden hat. Ja, hier kann man auch Freundschaft aufbauen, indem man den Sachen schenkt. Das heißt, ich schenke das jetzt an Goku. So, und dann kriegt er so Herzlevel. Und dann schaltet man auch das eine oder andere frei. Und hier sieht man auch die Bonis, die man haben kann. Na, Schüler der Schildkrötenschule wäre jetzt zum Beispiel Krillin drin. Vielleicht ist da Muten Roshi dabei oder Yamcha zum Beispiel. Vom Gegner zum Freund ist garantiert Piccolo drin, Vegeta und so weiter. Dass ihr es mal schon gesehen habt. Ab nach Hause. Genau, jetzt können wir die Z-Kugeln einsammeln, die auf der Karte verstreut sind. Und da können wir dann neue Fähigkeiten freischalten. Besseres Kamehameha zum Beispiel. Okay. Wir sind erstmal ein bisschen langsam. Ich glaube, den Speed, den kriegen wir erst, wenn wir so einen Gohan dann abgesetzt haben. Äpfel nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt gibt es wieder Essen wahrscheinlich. Ja, sprich Tütchen, bringen Sie ja zum Mittagessen zu machen. Die kann ja den guten Friss. Ein Menü kochen. Kannst du schon was? Leider noch nicht. Da können wir nur ein Gericht kochen. Wähle gekochter Fisch aus. Da ist er. Genau, das hat den Essenseffekt. 15% auf Ki-Abwehr. Der ist vorübergehend. Und der Status-Boost mit 50 Leben und ein plus ein Ki-Abwehr ist für immer. Das heißt, immer schön mega fressen, damit wir die Power kriegen, die wir brauchen. Durchsuche das Haus. Ja, man findet immer mal so kleine Bilder von vergangenen Tagen. Ja, der hat beschissen, Krillin. So, ab zum Game House. Nebenaufträge machen. Erstmal nehmen wir uns hier die alte Erinnerung mit. Man kann auch viel durch Nebenmissionen freischalten. Das sind die blauen. Das Buch wurde versteckt. Das müssen wir jetzt finden. Das ist hier doch so ein Erwachsenenheft, hundertprozentig. So, die Schildkröte irgendwo versteckt, damit der Alte das nicht mehr angucken kann. Jetzt habe ich Erfahrung gekriegt. So eine Die-Medaille braucht man auch für Sachen zum Freischalten. Was zu fressen. Und das Buch für Erwachsene habe ich sogar noch mal bekommen. Waren wahrscheinlich zwei drin. Das eine hat er schon mal gesehen. Jetzt können wir hier trainieren. Mit Krillin. Na, dafür braucht man eine von diesen D-Marken. Das ist so wie Training und neue Sachen freischalten. Man sieht hier, man lernt dann den Folge-Energiestrahl, wie er hier heißt. Das heißt, jetzt kriegt Krillin erstmal auf die Fresse. Auf die Fresse, Krillin! Kamehameha! Gar keine Chance. Ja, das kann ich kontern. So, er lädt einen starken Angriff auf. Verkackt.
Rock, Paper, Scissors! Jawohl! Die können wir reinmachen. Das sind ja super Angriffe zur Unterstützung. Das heißt, wenn man den im Team hat und man ist jemand anders, dann kann der Kamehameha und diesen Körperschlag. Jetzt bin ich auf einmal Piccolo. Gegner. Der ist direkt hinter mir. Das ist ein Roboter von der Red Ribbon Armee. Aus dem alten Son Goku. Ausgelöscht. Mini-Erfahrung. Ja, den mach schnell fertig. Am Anfang sind die noch schwach und sind relativ schnell tot. So kann ich die ins Visier nehmen und mehrere Leute treffen. Aha. Am Anfang sind die noch schwach, aber später sind die übelst nervig. Da ist er. Die Arschkrampe. Oh, Raditz will aufs Maul. Ja, der kriegt auf die Fresse. Hat gar keine Chance gegen Piccolo. Ich kann leider noch keine Eulenspirale. Da muss ich ihn so verkloppen. Das ist aber echt hartnäckig. Das schieße ich trotzdem, vergiss ich. Haben wir noch 5 Lebensbalken? Ich habe nur 2. Muss ich erstmal kurz aufladen? Das ist ganz schön hartnäckig hier. Das war's. Ach, der hat noch Leben, aber das ist die Story, die hier gespielt wird. Raditz kriegt auf die Fresse Nummer 2. Diesmal mit Son Goku. Dieser Angriff ist mega nervig. Oh, abhau! Besiegt! Das ging auch schnell. Mit Piccolo hatte ich mehr zu kämpfen. Das können wir natürlich Raditz besiegen. Wenn wir das wollen, der ist da drüben. Wir können auch erst die Nebenmission machen. Und noch ein bisschen Materialien sammeln und was fressen, damit wir noch stärker werden. So, ich mache vorher auf jeden Fall die Nebenmission. Das ist ganz wichtig, damit wir auch was zu fressen kriegen und stärker sind, weil Raditz ist ein harter Gegner. Deswegen war es das erstmal für heute mit dem Video, der erste Eindruck von Kakarot. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr sehen wollt. Das war's für heute. Bis dahin, entspannten Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.